Nun sind Sie heute hier bei uns. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung für uns. Und wir können gemeinsam nochmal einzelne Punkte, einzelne Erfahrungen von Ihnen miteinander besprechen. Sie bekamen damals als junger Staatsanwalt zwei SS-Männer als Aufgabe zugeteilt, deren Anklageschrift Sie formulieren mussten, Oswald Kaduk und Wilhelm Boger. Kaduk und Boger gehörten zu denen vielfache Grausamkeiten in Auschwitz vorgeworfen wurde. Rund die Hälfte der 360 Zeugen im Prozess waren ehemalige KZ-Häftlinge, die schilderten, was sie erleiden mussten in Auschwitz-Birkenau oder was sie gesehen haben. Wie haben sich damals die Angeklagten vor Gericht verhalten und wie war das Zusammentreffen der Zeugen, der Opfer und der Angeklagten? Wie haben Sie das damals auch aus der Position des Staatsanwalts heraus beobachten können? Wenn man in den Sitzungssaal kam, sah man linker Hand den Block der 20 Angeklagten mit ihren Verteidigern, zwischendurch jeweils noch ein Polizeibeamter. Für die Zeugen war das ein schwerer Gang. Das erste Mal nach 1945 in Frankfurt nur Deutsch gesprochen. Und das, was sie versucht hatten, wenn es überhaupt möglich ist, zu verdrängen oder gar zu vergessen, mussten sie jetzt wieder aktivieren für die am nächsten Tag bevorstehende Zeugenaussage. Eine ganz schwierige Situation für die Zeugen. Sie kommen in den großen Sitzungssaal. Ich spreche also jetzt vom Bürgerhaus Gallus in Frankfurt. Begonnen hatte ja der Prozess im Frankfurter Römer, nebenan der Weihnachtsmarkt. Aber so waren die Dinge und wir mussten vor Weihnachten anfangen, sonst wäre das Verfahren erneut verschoben worden. Die Angeklagten haben das, was die Zeugen gesagt haben, bestritten, wie sie überhaupt alle ihre Taten geleugnet haben. Sie konnten natürlich nicht bestreiten, dass sie in Auschwitz waren. Das ist dokumentarisch festgehalten. Aber ihre eigentliche Tätigkeit wurde von ihnen so gering dargestellt, dass da nie ein Tötungsdelikt hätte hervorgehen können. Das Zusammentreffen im Gerichtssaal, die Zeugen, die in dem Gerichtssaal Aussagen machen mussten. Wie war die Atmosphäre? Wie wurden die Zeugen auch darauf vorbereitet, dass sie nochmal den Männern gegenüber sitzen, die so grausame Dinge an ihnen getan hatten? Die Zeugen wussten natürlich, was bevorstand. Aber wie und in welcher Form das ablaufen würde, wussten sie nicht. Sie kamen in den großen Saal hinein, nahmen an dem Zeugentisch Platz, vor ihnen das Mikrofon und neben ihnen die zierliche, aber tatkräftige Dolmetscherin. Das war insbesondere für die Zeugen aus Polen und Russland sehr hilfreich. Denn die Frau Kapkajew, so hieß sie, hat nicht nur wörtlich übersetzt, sondern auch versucht, die sprachliche Modulation der Zeugen in ihre Übersetzung mit hereinzubringen. Die Zeugen sind natürlich unterschiedlich. Die einen haben klar und bestimmt ausgesagt, den anderen kam bei der Schilderung ihrer Erlebnisse die Tränen und sie kriegten einen Weinkrampf. Wir mussten unterbrechen und schauen, dass die Zeugen sich wieder einfangen. Der
Der deutsche Rechtsstaat, die deutsche Demokratie war damals noch sehr jung, Anfang der 60er Jahre. Hatten Sie den Eindruck, man vertraut Ihnen auf Zeugenseite, aber auch in der Weltöffentlichkeit, dass das westdeutsche Rechtswesen diesen Prozess fair und gerecht und auch mit den entsprechenden Strafen leisten können wird? Ich denke schon. Wir haben nichts Gegenteiliges gehört, auch von Frau Bonhoeffer Goethe unter anderem mit ihren Damen dazu, die Zeugen zu betreuen, zum Hotel zu bringen, zum Gerichtssaal zu bedrängen und ihnen auch sonst ihren Aufenthalt in Frankfurt so, wenn man das so sagen darf, angenehm wie möglich zu machen. Ich denke schon, dass die Zeugen durchaus mit dem Eindruck nach Hause gefahren sind, unsere Aussage in dem Prozess hat zur Beurteilung der Lage und des gesamten Verfahrens und auch hinsichtlich der einzelnen Beschuldigten, Angeklagten, Wirkung gezeigt. Sie haben eben berichtet, wenn man sich das nochmal vorstellt, beginnt dieser Prozess, nebendran findet der Weihnachtsmarkt statt. Die Weltöffentlichkeit hat damals diese Prozesse mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Wie war die Beobachtung in Deutschland? Wie hat die westdeutsche Öffentlichkeit reagiert auf die Prozesse? War ein großes Interesse da oder eher ein Desinteresse? Es gab ja auch immer wieder diese Schlussstrichdebatten, schon ab Anfang der 60er Jahre. Wie waren die Reaktionen der Öffentlichkeit? Wenn Herr Adenauer sagt, wir müssen mal einen Schlussstrich ziehen, muss man sich nicht wundern, wenn die Aufmerksamkeit der Bevölkerung für diese Dinge, die noch zu vollziehen waren, nicht sehr groß war. Zumal sie ja auch erlebt hatten, den großen Nürnberger Prozess, die Amerikaner, dem noch 10 weitere Militärgerichtsverfahren folgten, Auswärtige Amt, Ärzte, Einsatzgruppenführer. Das waren die Amerikaner. Die Franzosen haben in Rastatt und Metz die entsprechenden SS-Leute aus ihrem Bereich vor Gericht gestellt. Die Polen in Krakau schon recht bald. Und darunter war natürlich auch der Kommandant Höst, der auch dann in Auschwitz hingerichtet wurde. Die Engländer, KZ Neuengamme in Hamburg. Ich denke, das waren die 4 Alliierten. Und ich sage mal, der normale Bürger sagt, guck mal, die Amerikaner haben sich der Sache angenommen und die Sache für uns erledigt. Wir können in Ruhe einen Schluss durchziehen. Das war natürlich ganz und gar falsch gedacht, aber dieser Eindruck hatte sich schon so verdichtet. Die Aufmerksamkeit der Presse war sehr groß. Ich erinnere immer wieder gern an Bernd Naumann von der Frankfurter Allgemeinen, der jedes Prozesstag ausführlich berichtet hat, nicht im lokalen Teil, sondern im Hauptteil. Und seine Berichte sind nach Ende des Prozesses zu einem Buch zusammengefasst worden, heißt nur schlichtweg Auschwitz, ist heute immer noch zu haben. Das hessische Fernsehen berichtete über jeden Sitzungstag ausführlich. Am 19. und 20. August wurden die Urteile verkündet. Davor gab es eine 700 Seiten umfassende Beweissammlung. 252 Zeugen waren vernommen worden, 6 Angeklagte wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, die anderen zu unterschiedlich langen Freiheitsstrafen, 3 aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ja. Wie haben Sie die Urteilsverkündung damals erlebt? Wir hatten ja für alle Angeklagten lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Das Gericht ist uns nicht gefolgt und hat nur in 6 Fällen, wie Sie eben schon sagten, auf lebenslang erkannt. Aber auch die zeitigen Freiheitsstrafen waren in manchen Fällen
für uns zu niedrig. Beispiel, der Lager, SS-Lagerapotheker Capesius war unter anderem auch damit beauftragt, das von den Toten gesammelte Zahngold nach Berlin zu übersenden. Und da er nach dem Krieg alsbald eine Apotheke und einen Schönheitssalon hatte, war bei uns der Eindruck, da ist an seinen Fingern so einiges hängen geblieben. Aber wir haben uns, insbesondere der Kollege Kügler hat sich insbesondere sehr darum bemüht, Tatsachen zu finden und Unterlagen zu finden, die darauf hindeuten, dass Capesius da seine Finger mit im Spiel hatte, ist uns leider nicht gelungen. Die Folge, er hat 8 Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Da er aber relativ lange in Untersuchungshaft war und die angerechnet wurde, hatte er eigentlich eine relativ geringe Zeit nur in Strafhaft verbracht. Keiner der anderen zeitigen Freiheitsstrafen ist irgendwie verkürzt worden oder auf Bewährung ausgesetzt worden. Das gab es in diesem Verfahren in keinem Fall. Wir haben die Angeklagten wahrscheinlich unterschiedlich, aber was haben Sie bei der Reaktion der Angeklagten beobachtet und was natürlich man auch unter heutigen Gesichtspunkten sich überlegt, gab es Anzeichen von Reue, gab es vielleicht sogar Anzeichen von Erschütterung bei den Angeklagten angesichts der Taten, die Sie ja auch nachweisen konnten? Keine Spur. Im Gegenteil, Sie haben die Aussagen der Zeugen geleugnet. Das ist falsch, das war ich nicht, damit hatte ich nichts zu tun, das waren die üblichen Ausreden. Von Reue war bei keinem zu spüren. Wir hatten darauf gewartet, dass einer mal aufsteht und sagt, ja, so war es, aber wir konnten nicht anders. Und so nichts, keine Spur, leider nicht. Bei den beiden Angeklagten, für die Sie zuständig waren für die Beweissammlung, ja. Das bedeutet ja auch, Sie waren dann noch mal intensiver in dem, was die beiden Angeklagten an Verbrechen begangen hatten. Wie war da Ihr subjektiver Eindruck, speziell bei den beiden Angeklagten? Weil man ja dann vermutlich auch noch mal eine Reaktion erwarten würde, gerade wenn man wie Sie sich so intensiv dann eingearbeitet hat. Insbesondere Wilhelm Boger, der erste, der von den Stuttgarter Kollegen festgenommen und dann bis zu seinem Lebensende in Haft saß. Nein, im Gegenteil, er war Untersuchungsführer in der politischen Abteilung und hatte die Vernehmung durchzuführen. Und was uns die Häftlingsfrauen, die im Nebenzimmer die Schreibarbeiten für die politische Abteilung machen mussten, uns berichtet hatten, wir konnten 3 von ihnen als Zeugen vernehmen. Erschütternd, ganz erschütternd, was die uns erschüttern, was der Boger im Nebenzimmer, Sie hörten ja, was da los ist, erlebt hatte. Von Boger selbst, eigentlich, ich würde, wenn der Ausdruck erlaubt ist, kalt wie eine Hundeschnauze reagiert. Nein, da war nichts zu holen an Reue oder Eingeständnis. Herr Wiese, wir haben, oder lassen Sie mich kurz anders anfangen. Wir haben heute Abend auch Schülerinnen und Schüler hier, was ich großartig finde. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass damals die Prozesse auch von vielen Studierenden und vielen Schülerinnen und Schülern besucht wurde. Wenn ich jetzt zurückrechne auf das Jahr Anfang der 60er Jahre, also von der Generation, sage ich jetzt mal, 1948 bis 1952 geboren, eine Generation, die danach viel Verantwortung in dem Land übernommen hat für die Gedenkkultur, für die Aufarbeitung, für die Erinnerungskultur.
War Ihnen damals bewusst, welchen wichtigen Impuls Sie auch für eine Generation geben, sich diesem Thema als Teil Ihres demokratischen Lebens, als Teil der Gedenkkultur zu widmen? Eigentlich damals noch nicht. Die Schulklassen, die eigentlich immer da waren, hatten sich vorher angemeldet. Und wir konnten nur hoffen, dass der Lehrer sie auf diesen Besuch im Gerichtssaal vorbereitet hatte. Es war auch nicht vorauszusehen, was sie im Gerichtssaal erleben würden. Eine interessante Zeugenaussage oder nur die Verlesung von Dokumenten. Ich springe mal Jahrzehnte weiter. Ich habe ja dann nach dem, darf man sagen, Jubiläum des hessischen Staates. Das darf man auch in Baden-Württemberg sagen. Bitte? Das darf man auch in Baden-Württemberg sagen. Okay. Wir freuen uns über unseren Nachbarn. Das Jubiläum war, da hatte Boris Rhein, damals noch Kultusminister, eine Liste zusammenstellen lassen von interessanten Hessen. Ich bin irgendwie auf diese Liste auch gekommen. Die hat er an die Schulen verteilt mit dem Hinweis, sucht euch jemand aus dieser Liste, den ihr als Zeitzeugen befragen könnt. Und so kamen dann die Anfragen von den Schulen, unterstützt von der GIW und der Anne-Frank-Stiftung, dass ich dann die Gelegenheit hatte, in regelmäßigen Abständen in den Schulen den Oberstufenklassen von den Dingen zu berichten. Die anschließende Diskussion war unterschiedlich. War ein Geschichtsleistungskurs dabei, lief das natürlich viel besser. Aber ich denke, Sie haben doch was mitgenommen, jedenfalls mehr als der Prozessbesuch. Wir haben zwar versucht, in den kurzen Pausen, die uns der Vorsitzende gönnte, mit den Schülern ins Gespräch zu kommen, aber das klappte nicht, das war zu kurz. Und konnte ich nur hoffen, dass der Lehrer dann im Anschluss an diesen Besuch das Thema im Unterricht nochmal aufgegriffen hat. Und wenn wir nochmal ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre springen, dann wurde aus dem jungen Staatsanwalt, der danach bis heute Handlungsreisender für Demokratie ist. Wenn Sie das so nennen wollen. Ja. Ich suche jetzt noch, jetzt kommt noch der viel schlimmere Begriff, Herr Wiese. Wurde auch noch ein Filmstar, eine Mitwirkung zumindest, als Statist. Ja, wir hörten in München beabsichtigt ein Filmteam oder ein Film über den Auschwitz-Prozess zu machen. Wie soll das gehen? Gut, es entstand ein Drehbuch und man beschränkte sich darauf, in dem Film darzustellen, wie das Verfahren nach Frankfurt kam. Fritz Bauer war ja seit 1956 hessischer Generalstaatsanwalt und versuchte mit allen Mitteln, das Verfahren nach Frankfurt zu bekommen. Der Anfang des Verfahrens ist eigentlich ganz simpel. Es war ein früherer Häftling aus Auschwitz, der überlebt hatte, aber in der Nachkriegszeit seine Finger nicht bei sich behalten konnte und wieder in Haft saß. Und der erstattete aus der Haft heraus, 1958, Strafanzeige gegen Wilhelm Boger bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Stuttgart hat ermittelt und festgestellt, Boger wohnt in unserem Bezirk, hat ihn festgenommen
Und ich sagte es vorhin schon mal, Boga hat sein weiteres Leben in Haft verbracht. Davon hörte natürlich Bauer in Frankfurt und versuchte den Landgerichtspräsidenten und meinen Chef davon zu überzeugen, dieses Verfahren aus Stuttgart nach Frankfurt zu holen. Ablehnung, zu groß, zu umfangreich, kein Personal. Gut. Aber dann, und das wird in diesem Film Labyrinth des Schweigens dann dargestellt, hat er einen Häftling auf der Flucht oder Freiheit nachher in Breslau Unterlagen des SS- und Polizeigerichts mitgenommen, darin beantragt der Kommandant Bär, etwa 17 namentlich aufgezählte SS-Leute außer Verfolgung zu setzen, denn sie hätten ja nur auf Flüchtlinge geschossen. Diese Unterlagen wurden über die Frankfurter Rundschau Bauer zugespielt und Bauer hatte nun die Möglichkeit, es sei der Paragraph 13, beim Bundesgerichtshof zu beantragen, das Landgericht Frankfurt für das Auschwitz-Komplex für zuständig zu sein. Hat er auch erreicht. Und wenn das Landgericht bestimmt wird, ist automatisch natürlich auch die Staatsanwaltschaft damit betroffen. Und so kam das Verfahren dann endgültig nach Frankfurt. Und seit 1958 haben meine Kollegen Fritz Vogel und Joachim Kügler die Ermittlungen geführt. Ermittlungen, versetzen Sie sich in das Jahr 1958. Kein Computer, kein Handy, schlichtweg nur das Telefon oder, was bei uns hoch im Kurs stand, der Fernschreiber. Etwas mühsam das ganze Unterfangen. Wir wurden unterstützt von 2, 3 Beamten des Landeskriminalamtes. Wir haben, die Kollegen haben selbst die Zeugen vernommen oder sie bekamen beispielsweise aus Polen und Israel Vernehmungen der dortigen Polizei und konnten diese Aussagen dann bei ihren Ermittlungen mit verwerten. Sehr geholfen hat dabei Wilhelm Langbein, der damals, also 1958, Vorsitzender des Internationalen Auschwitz-Komitees war und der gleich nach dem Krieg begonnen hatte, Mithäftlinge, von denen er wusste, wo sie leben und wohnen, zu befragen, ob sie gegen bestimmte SS-Leute Vorwürfe zu erheben hätten. Und nach dem Schneeballsystem, ich kürze ab, Langbein hat uns viele, viele Zeugen vermittelt, die wir danach vernommen haben. Und so ist das Gerüst dann langsam gewachsen. Dr. Harald Stockert, Stadtarchivar, Historiker. Und Gerhard Wiese hat uns ja eben erzählt, wie der Auschwitz-Prozess in der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Was weiß man, wie wurde damals bei uns hier in der Kurpfalz über den Auschwitz-Prozess diskutiert? Gab es eine Schlussstrichdebatte? Gab es ein großes Interesse? Sie berühren da jetzt eigentlich eine Forschungsfrage. Es wurde schon in den letzten 5 Jahren mehrfach beklagt, dass man zu wenig geforscht hat bislang über die Aufarbeitungsgeschichte des Nationalsozialismus. Und auch wir stecken da noch mittendrin. Also es ist ganz klar, es wurde über den Auschwitz-Prozess auch in Mannheim berichtet, der Mannheimer Morgen bringt immer wieder Artikel drüber. Leserbriefe oder sowas gibt es nicht. Haben wir keine gefunden. Es wird sehr häufig berichtet, was das Ausland drüber denkt. Das ist ganz wichtig. Also man sieht es gerade nach der
Urteilsverkündung. Der erste Artikel, da kommen dann noch die Fotos von den Verurteilten. Das ist ein relativ großer Artikel und schon am nächsten Tag geht es nur darum, was denkt Frankreich drüber. In Mannheim haben wir noch eine andere Besonderheit. Und zwar wird der Auschwitz-Prozess ein bisschen überdeckt, zumindest dann ab 1965, von einem anderen Prozess, dem sogenannten Tuchel-Prozess. Tuchel ist ein kleines Städtchen nördlich von Bromberg oder Bydgoszcz, heute Partnerstadt von Mannheim. Und dort fand eine groß angelegte Erschießung statt. Und 1965 war ja auch das Jahr, wo die Verjährung derartiger Verbrechen drohte. Und deswegen wurden Prozesse Land auf Land ab einfach verteilt. Und deswegen ist dieser Tuchel-Prozess, wo eigentlich kein Mannheimer dabei war, ans Landgericht Mannheim überwiesen worden. Und kurzum, also das ist eine Geschichte aus dem Jahr 1939, nach der Kapitulation der polnischen Armee in Westpreußen, das war bis 1918 deutsch, hat so eine Heimatschutzorganisation in Reaktion auf einen Scheunenbrand 60 Polen niedergestreckt, ne, erschossen, ermordet. Und das war Gegenstand dieses Prozesses, der ging dann auch über ein halbes Jahr. Da wurde dann eher eine Diskussion geführt über, es waren ja alles nur Befehle, es war Krieg, was ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr stimmt. Ne? Also das waren zivile Morde, das war jetzt, auch wurde natürlich das immer wieder so in Korrelation gesehen zu den Übergriffen, die es dann von der Roten Armee 1945 auf deutsche Zivilisten gab. Aber zu diesem Prozess wurden dann auch Schulklassen eingeladen. Okay. Und ich habe vor kurzem mit meinem ehemaligen, also Vorvorgänger gesprochen, der war selber dort und hat darüber berichtet, da wurden dann die Gymnasien dazu eingeladen. Und mein Eindruck, und das war, was dieser Auschwitz-Prozess anbetrifft, die größte Breitenwirkung erzielt der Auschwitz-Prozess gesellschaftlich, und das ist jetzt eine These, eigentlich erst durch das Drama von Peter Weiß, das dann 1965 geschrieben und 1966 in Mannheim wird es häufig gespielt, in ganz vielen Städten wird es gespielt. Das ist so eine Art Doku-Drama, was, also ein Theaterstück, ein sogenanntes Oratorium nennt er das Ganze. Und da verdichtet er den Auschwitz-Prozess. Und das lässt sich nachweisen. Das ist in Mannheim ständig voll. Mhm. Und vermutlich hat dieses Drama noch mehr ausgelöst als der eigentliche Prozess. Ist eben angesprochen worden, dass wir einfach noch mal den Juristen fragen. Es gab in den 60er Jahren eine Debatte, es ging dann darum, kann Mord verjähren oder nicht? Und das hatte unmittelbar was damit zu tun, dass man gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass später Verbrecher des Naziregimes ohne Strafverfolgung sich im Land bewegen, weil eben diese Verjährungen eingetreten sind. Ja, die Debatte war da und heftig, ohne Frage. Und hat sich ja letztlich auch in dem Sinne durchgesetzt, dass Mord nicht mehr verjährt. Es gibt eine andere Geschichte in diesem Zusammenhang. Während des Krieges war in Innsbruck ein, mit den Namen ist es im Alter so eine Sache, vielleicht kommt er noch, ein Staatsanwalt tätig, der dort sehr gefürchtet war, weil er für die geringsten Verstöße gegen Notverordnung oder was die Todesstrafe beantragte. Und der hatte die Absicht, nach Kriegsende in Österreich zu bleiben. Österreich hat gesagt, nein, danke. Auf dich können wir verzichten. Und er ist in die Bundesrepublik zurück und fand alsbald eine Anstellung im Bundesjustizministerium, unterstützt von dem Staatssekretär Strauß. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Mit dem bayerischen Strauß. Und in diesem Referat
werden Gesetzesvorlagen vorbereitet und so weiter. Und da wurde auch vorbereitet eine Ergänzung des Jugendgerichtsgesetzes. Und wenn man schon mal so eine Vorlage hat, dann hängt man da noch andere Änderungen und Ähnliches mit dran. Und wer es war, ist nie festgestellt worden, aber in dem Entwurf stand also auch drin, dass der Paragraph, ich meine, es sei der 47, die Mittäterschaft, abgeändert wurde. Dieser Gesetzentwurf lief über die entsprechenden Instanzen und Ministerium und wurde im Bundestag abgestimmt. Und keiner der anwesenden Juristen hatte erkannt, welche Gefahr in dieser einen Änderung des Mittäterschaften liegt. Denn, jetzt komme ich selbst etwas ins Stolpern, es ging darum, muss die Strafe gemildert werden oder nicht. Und die Fassung, die jetzt gültig wurde, war die leichtere, also es darf. Und damit traten auch ganz plötzlich andere Verjährungsfristen auf. Mit der Folge, dass das relativ groß aufgezogene Voruntersuchungsverfahren in Berlin gegen das Reichssicherheitshauptamt, alles wegen Beihilfe, verjährt war und eingestellt werden musste. So ist dann manches gelaufen und wir wissen heute, insbesondere durch Professor Safferling, der die Archive oder das Archiv vom Bundesjustiz oder Reichsjustizministerium durchgesehen hat, wer danach 45 wieder in Amt und Würden saß und Kollegen von früher nachgezogen hat. Das von der Seite aus keine große Begeisterung in der Verfolgung von NS-Verbrechen zu erwarten war, ist klar. Aber ich denke, das ist jetzt überwunden und die Probleme sind erkannt. Jetzt kommt natürlich das biologische Problem und deswegen auch die Verfahren, das überschneidet sich wieder mit einem anderen juristischen Problem, dass wir im Auschwitz-Verfahren bereits angerissen haben, nach Rücksprache mit Fritz Bauer, durfte ich den Antrag stellen, die Angeklagten darauf hinzuweisen, dass sie auf jeden Fall auch wegen Beihilfe bestraft werden können, denn wir betrachten Auschwitz als in sich geschlossene fabrikmäßiges Vernichtungsbetrieb. Und jeder, der dabei tätig war, ist wegen Beihilfe zu bestrafen. Wie hoch die Strafe ausfällt, hängt von seiner Tätigkeit als solcher ab. Das Gericht ist uns dieser Auffassung nicht gefolgt. Auch die Revisionsinstanz der BGH in Karlsruhe hat das Verfahren abgelehnt. Erst im Jahre 2005 hat die Schwurgerichtskammer beim Landgericht München II im Fall Demjanuk diese Theorie von der Rechtseinheit aufgegriffen und Demjanuk auch deswegen verurteilt. Und nun hofften wir natürlich, die anderen Beteiligten auch, dass der BGH dazu Stellung nimmt. Konnte er nicht. Denn Demjanuk ist kurze Zeit später verstorben, ohne dass das Verfahren weiter verfolgt werden konnte. Aber das Urteil von München war Anlass für Ludwigsburg, in ihren Schätzen nachzugucken, was wir noch haben. Und siehe da, auch für Auschwitz gab es noch einige
Beschuldigte, von denen man wusste, sie waren in Aussicht. Aber man hatte keine Zeugen. Man wusste, wo sie wohnten und wo sie lebten, alles klar. Und diese Zeugen sind über die Bundesrepublik verteilt worden. Und das... Ja, ich mache das jetzt mal hier. Wir machen uns jetzt nützlich, Herr Wiese. So, danke dir, Heidrun. Da muss was passieren. Dankeschön. Danke dir. Danke, Heidrun. Verteilt worden. Auch Frankfurt bekam zwei dieser Verfahren. Und als ich mich mit meiner Kollegin, die die Nachfolge in diesem Bereich übernommen hatte, besprach, waren wir uns einig, dass der eine nicht mehr verhandlungsfähig ist, der war geistig so weit weggetreten. Da war nicht mehr. Aber der andere, der war noch ansprechbar und gegen den hat die Kollegin auch Anklage erhoben vor der Jugendstrafkammer in Hanau. Hanau, weil er in dem Bezirk wohnte und Jugendgericht, weil er als 17-Jähriger in Auschwitz gewesen war. Die Vorsitzende der Schwurgerichtskammer hat das alles vorbereitet. Sitzungssaal, Zeugenladung, Nebenklage und so weiter. Aber der Gute hat eine Woche vor Prozessbeginn ist er morgens nicht mehr aufgestanden. Also das war. Und das setzte sich bei anderen Verfahren fort. Ich erinnere an die Verfahren in Hamburg. Es gab auch Streit zwischen den Gerichten. Also die Schwurgerichtskammer in Neubrandenburg sagte, der Zeuge ist nicht verhandlungsfähig, ist krank. OLG Rostock sagte, nein, der ist doch verhandlungsfähig, und wenn es noch für zwei Tage in der Woche ist. Es ging hin und her, letztlich hat sich alles per Tod erledigt. Also die biologische Verwirrung. Der BGH hat bis zum Jahre 2017 gebraucht, um für unsere Einheitstheorie Stellung zu beziehen. Das ist der Fall Brüning in Lüneburg. Brüning war in Auschwitz tätig, Kommandoführer für ein Kommando, was auf der Rampe für Ordnung zu sorgen hatte, Gepäck ausladen, sauber machen und so weiter. Ist auch verurteilt worden, und zwar wegen Beihilfe zu 3-4 Jahren. Revision von ihm. 3-4 Jahre Freiheitsstrafe. Bitte? 3-4 Jahre Freiheitsstrafe. Ja, Haftstrafe. Und der BGH hat in diesem Fall, der dritte Strafsenat, im September 2017 dazu Stellung genommen und hat gesagt, ja, die Theorie ist machbar und kann angewandt werden. Warum in der langen Zwischenzeit zwischen 2005 und 2017 es keinen Fall gegeben hat, wo der Bundesgerichtshof dazu hätte Stellung nehmen können, weiß ich nicht. Aber die biologische Verjährung, es ist alles zu spät. Dr. Heidrun Kemper, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Mannheim. Gerhard Wiese, und wir sind per Du, deshalb wahrscheinlich rutscht uns das Du raus, dann machen wir es einfach so. Gerhard Wiese hat angesprochen, und wir hatten beim ersten Kurpfalz-Horizont Carla Spargerer hier, die auch uns erzählt hat in ihrer wunderbaren Art, dass natürlich nach 1945 nichts mit einer Stunde Null war, weil man hat teilweise die gleichen Gesichter wieder gesehen in den Ämtern nach kurzer Zeit. Jetzt, wie auch mit dem, was du erfährst aus deiner Gemeinde, wie hat die jüdische Gemeinde damals diesen Prozess verfolgt und war er wichtig, gerade angesichts der Tatsache, dass man ja auch im jüdischen Leben hier in Deutschland nicht wusste,
ob man den Verbrechern von damals wieder auf der Straße, vielleicht sogar wieder in einer Behörde begegnet. Ja, das war natürlich ein Thema, sagen wir mal. Das hört man immer wieder, ja, von Juden und Jüdinnen, genau diese Sorge, wem bin ich hier gegenüber? Ist es ein Täter? Hat er meine Familie ermordet? Ja, das sind die Fragen oder das sind die Ängste, die alle Juden und Jüdinnen nach 45 in Deutschland bewegt haben. Viele sind ja eben auch nicht mehr nach Deutschland gekommen, sondern nach Israel bzw. Palästina, in das palästinensische Gebiet, haben dann dort festgestellt, ich kann hier nicht Fuß fassen, ich bin hier nicht zu Hause, das ist nicht meine Sprache, das ist nicht meine Kultur, sind wieder zurückgekommen. Ja, und von daher, es war eine Zeit der Verstörung, würde ich mal sagen. Und natürlich, dieser Prozess, dieser Auschwitz-Prozess hat eine Art von Genugtuung verschafft, sagen wir es mal so. Ja, das kann man sich ja auch vorstellen, denn bis dahin hat sich nicht viel getan, außer den Nürnberger Prozessen, die ja übrigens auch in der Bevölkerung als Siegerjustiz bezeichnet wurden. Aber die Auschwitz-Prozesse, das war das erste Mal, dass eben diese fürchterlichen Verbrechen zur Sprache kamen, aufgearbeitet wurden, jetzt unabhängig vom Verhalten der Beschuldigten. Insofern sind die mit großem Interesse und wie gesagt auch mit Genugtuung verfolgt worden. Wir sitzen heute Abend hier in dieser Runde, sprechen über die Auschwitz-Prozesse. Wir haben dich heute Abend in unserer Runde. Der 7. Oktober, der schreckliche Terroranschlag der Hamas. Wie geht es den Jüdinnen und Juden in Mannheim, in der Kurpfalz im Moment? Viele haben Angst um Verwandte, die immer noch entführt sind. Ja, so ist es. Also es geht uns nicht gut, wenn ich das mal so sagen darf. Weil eben, wie du sagst, wir haben alle, also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt aus der jüdischen Gemeinde, der oder die nicht einen gewissen Bezug hat, eben zu Israel. Familienmitglieder sind dort, Freunde sind dort, Bekannte und so weiter. Und ich kann von meiner Familie erzählen, es sind etwa 30 Personen. Drei junge Menschen sind beim Militär. Und natürlich machen wir uns ständig Sorgen. Werden sie einberufen, müssen sie an die Front? Das ist ja ganz klar. Eine andere Familie wohnt in Ashdod. Das heißt ganz im Süden, ganz in der Nähe vom Gazastreifen. Ja, das ist also das Emotionale. Zum Emotionalen kommt natürlich auch diese Vorstellung, was für unsägliche Verbrechen geschehen sind am 7. Oktober. Und die Parallele zu Auschwitz, zu den Verbrechen dort, drängt sich auf. Das ist gar keine Frage. Ich meine, es liegen viele Jahrzehnte dazwischen, aber dieser Vernichtungswille, den die Hamas an den Tag gelegt hat, und Juden und Jüdinnen, Kinder, Alte, junge Menschen, Frauen umgebracht hat, um sie umzubringen. Also das ist ja, das muss man sich vorstellen. Das ist etwas, was uns ständig begleitet. Und wir haben mit sehr viel Zuspruch einen Gedenktisch veranstaltet am Freitag vor einer Woche auf einem Platz in Mannheim. Wir haben eine Menschenkette genau heute vor einer Woche gehabt in Mannheim. Und das sind so Gelegenheiten gewesen, wo wir eben aber auch gemerkt haben, dass wir nicht alleine sind. Ja, das möchte ich an der Stelle auch unbedingt sagen. Wir haben sehr viele Freunde, Freundinnen, die uns schreiben, die teilnehmen an den Veranstaltungen. Also von daher ist das schon auch natürlich ganz wichtig, dass wir uns verlassen können auf unsere Freunde und Freundinnen. Dr. Harald Stockert, wenn wir sind heute sehr dankbar dafür, dass wir auch wieder jüdisches Leben in der Kurpfalz haben, in Baden-Württemberg haben.
Wie war da die Entwicklung in der Nachkriegszeit? Ja, also das ist eine sehr spannende Geschichte. Da ist auch vor kurzem ein Film von der jüdischen Gemeinde gemacht worden. Es ist natürlich so, dass Menschen zurückkehren in eine Heimat, die nicht mehr ihre Heimat ist, nicht mehr so, wie es früher war und die auch nicht unbedingt willkommen sind und die erstmal Fuß fassen müssen gegen alle möglichen Widerstände. Man sieht es dann teilweise, jetzt kommt der Archivar in sogenannten Entschädigungs-Wiedergutmachungsverfahren. 50er Jahre? Ja, 40er, 50er Jahre. Also die jüdische Gemeinde konstituiert sich relativ schnell, muss natürlich, die Synagoge ist zerstört, nach Ersatzritualräumen gucken. Das dauert dann, also man behilft sich dann mit privaten Wohnungen und erst im Laufe der Zeit bekommt man dann praktisch auch so eine feste Location, neudeutsch ausgedrückt. Aber was wirklich schwierig ist, ist einerseits die Gefühllosigkeit der Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Remigranten, sofern sie aus dem Exil kamen, oder den Überlebenden. Es gibt ja, ist ja beides. Beide haben schwierige, wirklich schwierige Zeiten zu verarbeiten. Also diese Emotionslosigkeit, dann bürokratische Monsterverfahren werden da wegen relativ geringer Beträge teilweise angestrengt. Also das können wir im Archiv ganz gut nachvollziehen. Und gleichzeitig das, was Sie auch gesagt haben, das Bewusstsein, wo war denn mein Nachbar in jener Zeit? Und ich denke, das ist eine sehr, sehr schwierige Phase und trotzdem auch ein Erfolg. Ne? Also, dass es den Nazis nicht gelungen ist, diese Gemeinde, die vor 1933 die größte hier in Baden war, ja, auszumerzen. Ich benutze jetzt bewusst diesen Sprech, ne? Auszumerzen. Wie die Nazis es wollten. Wir werden uns nächstes Jahr im Landtag, wir wechseln ja immer zwischen den verschiedenen verfolgten Gruppen der Nazis am Gedenktag und wir werden uns nächstes Jahr ganz speziell den badischen Juden, Jüdinnen und Juden widmen. Und ich weiß gar nicht, ob es immer auch bei uns in der Region so bekannt ist, dass Baden, dass die Verschleppung nach Görs und gerade im Gau Baden mit einer besonderen Akribie und Grausamkeit dafür gesorgt wurde, sich damit zu brüsten, die erste judenfreie Region zu sein, also mit besonderer Grausamkeit vorzugehen. Inwiefern sind gerade im Gedenken an die Verschleppung nach Görs, an dem Vorgehen der damaligen badischen Gauleitung, inwiefern kann man hier auch aufgrund der Nachkriegsprozesse wissenschaftliche Arbeit machen, historische Arbeit machen, mehr herausfinden, Aufklärung betreiben? Das ist eine sehr spannende Frage. Wir beschäftigen uns gerade da sehr stark damit, weil es werden sehr, sehr viele Menschen deportiert, aber nicht alle und man weiß nicht so genau, warum. Also da sind wir im Moment dran. Es gibt eine Liste zu Mannheim, wo unklar ist, wie die geführt wurde. Das ist eine Schreibmaschineliste mit jede Menge Namen drauf, sogenannte Neterliste, aber das liegt daran, weil sie so überliefert wurde über diese Person. Und da sind dann handschriftliche Anzeichen drin. Und wir sind jetzt gerade konkret mit einem Mann befasst, der war Jude, aber verheiratet mit einer sogenannten Arierin, die aber schon 12 Jahre vorher verstorben war. Und der wird 1940 nicht deportiert, aber 1942. Und so richtig erklären kann man es nicht, also, weil es gibt auch wieder Gegenfälle dazu. Und das Ganze zeigt diese bürokratische Willkür, die dem Ganzen zugrunde lag. Es zeigt aber auch diese Unmenschlichkeit, die damit verbunden ist. Und das, was Sie gerade eben angesprochen haben, klar, also Baden und Pfalz, heute wird man das neudeutsch als Pilot
nennen, Pilotversuch. Letzten Endes ging es um das radikale Antisemiten wie der Birkel und auch der Wagner, also die Gauleiter in den beiden Ländern, sich bei Hitler liebkind machen wollten. Und das sind karrieristische Erwägungen, aber auch ein tiefer Antisemitismus speiste das Ganze. Lisa Strelkova, Sie hatten die weiteste Anreise heute Abend aus Ulm. Herzlich willkommen. Sie engagieren sich in der jüdischen Studierendenunion Württemberg. Das ist getrennt in Baden-Württemberg. Ich weiß, das jüdische Leben ist sehr streng getrennt in unserem Land aus Gründen. Wie nehmen Sie das wahr, was an Aufarbeitung, an Erinnerungskultur gewachsen ist in all den Jahren, auch mit der Grundlage in den Prozessen, in der rechtsstaatlichen Verfolgung? Wie nehmen Sie das wahr für die jüngere Generation auch? In Anbetracht dessen, was man alles so über Deutschland lernt, auch einfach als junger Mensch in Deutschland, entwickelt man als jüdische Person in Deutschland ein sehr kompliziertes Verhältnis zu seinem Heimatland. Das kann ich nicht anders beschreiben. Und auch die aktuellen politischen Entwicklungen machen einem natürlich Sorgen, sage ich ganz ehrlich. Es ist nämlich auch so, dass für viele junge jüdische Menschen in Deutschland Israel ein gewisser Plan B ist oder war. Falls der Antisemitismus hier noch mehr durch die Decke geht. Und dass dieses Sicherheitsnetz einem noch irgendwie entrissen wurde, ist nochmal eine schwierigere Situation für uns alle aktuell. Wir wissen alle gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Wir wissen auch alle gar nicht so richtig, wie wir den Antisemitismus hier noch bekämpfen können. Insbesondere, weil wir eben auch teilweise das Gefühl haben, dass aus der Geschichte nicht unbedingt immer gelernt wird. Ich finde, das merkt man auch heute irgendwie noch mal mehr denn je. Das heißt, wir tun irgendwie unser Bestes und wir versuchen uns hier nicht unterkriegen zu lassen und kämpfen damit. Ihre Arbeit in der Studierendenunion, wie gestaltet die sich ganz konkret? Was tun Sie? Ich mag solche Veranstaltungen immer ganz gerne, weil man damit auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen kann, was denn Jüdinnen und Juden eigentlich wirklich in Deutschland hier machen. Weil wir sind ja auch immer ein bisschen abgeschottet, in meiner Erfahrung unter anderem deswegen, weil man auch Angst hat vor der Reaktion der Gesellschaft. Deswegen freue ich mich auch immer total, ein bisschen berichten zu können, was wir eigentlich tun. Die Jüdische Studierendenunion Württemberg besteht aus einer niedrigen, dreistelligen Anzahl von jungen jüdischen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren in Württemberg. Wir feiern zusammen jüdische Feiertage, wir machen sehr viel interkulturelle und auch interreligiöse Arbeit. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass wir jetzt im Juli zusammen mit der türkischen Gemeinde Baden-Württemberg und mit dem Liberal-Islamischen Bund gemeinsam auf der Pride Parade des CSDs in Stuttgart aufgetreten sind. Das heißt, wir leisten politische Arbeit, wir veranstalten auch Reisen. Zum Beispiel sind wir auch dieses Jahr nach Prag gefahren, um mit den tschechischen jüdischen Studierenden zusammen Pessach zu feiern. Das ist ein Feiertag, wo man den Auszug aus Ägypten feiert oder die Freiheit des jüdischen Volkes aus der Sklaverei. Das sind jetzt nur so ein paar kleine Einblicke in unsere Welt und wie sich hier so ein bisschen aussieht. Und das ist einfach eine Gemeinschaft und irgendwie auch ein kleiner Zufluchtsort für alle jüdischen Menschen hier, die sich ein bisschen verloren fühlen manchmal. Ich würde Sie gern fragen, auch so in einer Abschlussrunde, jüdisches Leben, junges jüdisches Leben in unserem Land, in unserer Region. Und Sie haben vorher gesagt, naja, für manche ist es auch immer ein bisschen fremd. Dabei gehört es ja eigentlich zur Kultur unseres Landes dazu. Gerade die letzten Tage, wo auch noch mal viele Menschen sich mehr damit beschäftigt haben, auch die dann so Umfragen machen und in die Presse gehen, hat mich zum Beispiel auch wirklich schockiert, wie wenig Menschen in Deutschland schon mal in Israel waren. Also Sie sagen, es ist ein Stück weit auch der Plan B, es ist ein möglicher Rückzugsort und gleichzeitig kennen so wenig Menschen in Deutschland Israel. Was wären denn für Sie ganz wichtige Impulse, auch gerade jetzt so unter der jungen Generation miteinander, die man setzen kann, um auch dieses Zusammenleben, diese Gemeinschaft in Vielfalt, um die noch deutlicher zu stärken?
Ich finde, da gibt es ein ganz tolles Projekt, wo ich und auch viele andere junge jüdische Menschen teilnehmen. Es heißt Meet a Jew, also wortwörtlich wirklich treffe einen Juden, treffe eine Jüdin, weil es auch für viele deutsche Menschen wirklich heutzutage so ist, dass sie noch nie persönlich eine jüdische Person kennengelernt haben. Und sie haben es gemerkt, ich trage keinen Hut und auch keinen Bart. Ne? Wir existieren nicht nur in Karikaturen. Und das machen dann vor allem Schulklassen oder Kirchengruppen oder Arbeitsabteilungen. Da kommen dann eben zwei Personen aus dem Projekt, ich bin da ab und zu mal dabei, in diese Gruppen und lassen uns dann wirklich einfach mit Fragen löchern. Und das sind dann alle möglichen Fragen über das jüdische Leben in Deutschland, international, Israel, da ist wirklich alles dabei. Und ich meine, im Endeffekt ist dieser Dialog oder dieser Kontakt miteinander die einzige Art, wie das Judentum in Deutschland als nicht mehr so exotisch betrachtet werden kann. Weil es ist ganz klar, Judentum gehört zu Deutschland. Es gab eine Zeit, da war das Judentum die größte nicht-christliche Minderheit in Deutschland. Also Judentum ist aus der Geschichte Deutschlands auch nicht mehr wegzudenken. Und ich finde, dass gerade diese Begegnungen, wo man merkt, dass wir einfach auch ganz normale Menschen sind, die hier genau aus ihrem Alltag nachgehen, dass genau diese Begegnungen nochmal dazu beitragen, dass wir ein fester Teil der Gesellschaft sind. Der 7. Oktober war auch ein Anschlag auf junges Leben in Israel. Es gab diesen grausamen Überfall auf das Rockkonzert. Wir wissen, dass junge Menschen grausam misshandelt wurden, in LKWs verschleppt wurden, viele sind entführt. Wie geht es momentan der jungen jüdischen Gemeinde in unserem Land, in unserer Region? Da gibt es ein gutes Zitat einer unserer Mitglieder, die sagt, das Einzige, was sie außerhalb ihres Zimmers machen kann, ist in die Nachrichten schauen und das Einzige, was sie in ihrem Zimmer kann, ist weinen. Weil ich muss schon sagen, es hat uns echt den Boden unter den Füßen weggerissen. Wir hatten auch jetzt vor kurzem eine Sitzung als Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Württemberg in der Gemeinde Stuttgart, der am selben Tag stattfand wie eine anti-israelische Demo. Und als wir dort oben saßen und einfach Stimmen gehört haben, von denen wir nicht wussten, wem sie gehören, war unser erster Gedanke, okay, schließen wir jetzt ab, wo können wir uns jetzt verstecken? Und als wir auch unten am Eingang standen, standen wir auch in direktem Blickkontakt zu Menschen, die gerade von dieser Demo kamen und sich dachten, wie komme ich in diese Synagoge rein? Und mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie gruselig das einfach ist in diesem Moment. Insbesondere deswegen, weil man sich denkt, was habe ich als junge jüdische Person in Deutschland damit zu tun, was andere für eine politische Meinung haben. Ich habe, so wie viele andere jüdische Personen, auch kein Wahlrecht in Israel. Wir können nicht für das verantwortlich gemacht werden, was dort passiert, selbst wenn man das für falsch hält. Und dass wir da stehen, in dieser Gemeinde in Stuttgart und uns denken, wo können wir uns jetzt verstecken, ist ein wirkliches Armutszeugnis für Deutschland. Vielen Dank. Dr. Harald Stuckert, wir hatten die letzten Tage seit dem 7. Oktober auch einen Exzess an antisemitischen, israel-dämonisierenden Aussagen in Deutschland. Wir wissen, Antisemitismus gab es schon immer. Er ist auch 1945 nicht vertrieben worden, sondern er war immer da. Wir haben die letzten Tage gesehen, wir hatten Antisemitismus aus islamistischen Kreisen, aus rechtsextremen Kreisen, aus linken Kreisen, aber auch aus hochphilosophischen Kreisen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wir haben es überall erlebt. Sie wollen gleichzeitig das Marchivum als einen Ankerpunkt in unserer Region sehen, in dem für die Demokratie eingetreten wird durch Erinnerung. Durch das, dass man sieht, wie entsteht Diktatur, wie entsteht Ausgrenzung und Hass. Wie sehen Sie da im Moment Ihre Verantwortung und wie sehen Sie die Möglichkeiten für sich aus einer historischen Aufarbeitung heraus, so in unsere Demokratie reinzuwirken? Ja, zunächst mal bin ich da auch ein Stück weit ratlos, sage ich Ihnen ganz offen. Wir hatten am 3.
Oktober, nee, am 2. Oktober eine wunderbare Vortragsveranstaltung von Taled Kamran, der den interreligiösen Dialog leitet in Mannheim, beziehungsweise das Institut dazu. Und da ging es um Geschichte der Moscheen und in Mannheim. Und letzten Endes ging dieser Vortrag in die Richtung religiöse Vielfalt, religiöse Toleranz ist eine Grundlage für Zusammenarbeit. Und das Wichtige ist, wenn man einander kennt, lernt man sich schätzen, toleriert sich und besser noch akzeptiert und schätzt sich. Dahin wollen wir kommen. Also da waren wir der ersten Oktoberwoche und da bin ich eigentlich leicht euphorisch rausgegangen. Dann war das schreckliche, ich glaube, es war ein Wochenende, gell? Schreckliche Wochenende. Und man ist dann ratlos und denkt, es ist eine andere Zeit. Also unser, als Archivum, verfolgen wir da unterschiedliche Richtungen. Einerseits natürlich, Antisemitismus ist eine... ist ein Phänomen, das sich durch die gesamte deutsche Geschichte zieht, wo es darum geht, einfach ein Feindbild aufrecht zu halten, das religiös, machtpolitisch, wirtschaftlich verbrämt ist und das aber, und das lernen wir ja in der Gegenwart, für alle, als Erklärungsmuster für alle Missstände hilft, bis hin zu Corona. Ne? Also da hat man ja auch die abstrusesten Vorwürfe gesehen. Also das zu dechiffrieren, das sehe ich als eine sehr wichtige Mission. Antisemitismus ist eine besondere Form von Diskriminierung, die eine bestimmte Gruppe trifft, die eben Teil unseres Landes ist, unserer Geschichte, die aber weltweit, ein Phänomen, das weltweit zu beobachten ist. Insofern ist es etwas Besonderes, etwas anderes als, ich sage jetzt, nur Diskriminierung von bestimmten Gruppen. Und jetzt haben wir natürlich einen Konflikt, der diese Reflexe in unserer Gesellschaft wieder wachruft. Und da unser Ziel ist es, einerseits eben dieses Phänomen zu beschreiben, aber andererseits doch, und wir machen jetzt gerade das Programm für das nächste Jahr, Halbjahr, wir müssen einander kennenlernen. Nur so funktioniert das friedvolles Zusammenleben. Also das sehe ich so als die beiden Missionen auf der Basis unseres Wissens in Geschichte. Vielen Dank. Heidrun Kemper, Jüdinnen und Juden in unserer Region, in Baden-Württemberg, haben so viel Angst wie seit Jahren nicht. Wir hatten Vorfälle, dass der Stern angesprüht wurde an jüdische Haushalte. Wir hatten Überfälle, wir hatten antisemitische Sprüche, grausame Sprüche, die ich jetzt gar nicht wiederholen möchte, bei Demonstrationen. Gleichzeitig sagen wir in der demokratischen Mehrheitsgesellschaft, nie wieder ist jetzt. Was wächst daraus für eine Verantwortung, außer dass man einen Hashtag nie wieder ist jetzt postet? Daraus wächst ein Handeln, das eben sozusagen diese Einstellung, diese Haltung nie wieder ist jetzt dokumentiert, dass sie ernst gemeint ist, sagen wir es mal so. Und also mir geht es oft so, dass ich höre, das darf nicht wieder passieren. Antisemitismus hat keinen Platz bei uns. Ehrlich gesagt, das ist eine Formulierung, die ich inzwischen wirklich nicht mehr hören kann. Warum nicht? Weil natürlich hat der Antisemitismus Platz bei uns. Herr Stockert hat es auch gerade gesagt, 20% der Bevölkerung sind antisemitisch eingestellt. Also das ist der Platz, den der Antisemitismus hat. Wir wollen ihn nicht haben. Gar keine Frage. Das ist ein anderes Thema sozusagen. Aber er ist da und er war auch immer da und ich mache mir auch keine Illusion, dass wir ihn sozusagen aus der Welt schaffen. Den wird es immer geben. Was wichtig ist für uns und Lisa hat es auch schon dargestellt und so das praktizieren wir auch in Mannheim. Herr Stockert hat es auch gesagt. Wir haben in Mannheim ein gutes
das muss ich wirklich sagen, ein gutes Miteinander zwischen den Religionen. Wir haben ein interreligiöses Forum, wir haben ein Bündnis, in dem alle Religionen vertreten sind. Und von daher haben wir eine gute Basis, miteinander umzugehen. Diese Basis, und das war, was wir jetzt in der letzten Woche gemacht haben, dieser Basis muss man sich in dieser Zeit vergewissern. Ja, die gibt es, das gibt es schon viele Jahre, dieses Bündnis und das Forum. Aber jetzt ist die Zeit, sich zu vergewissern. Das heißt, wir haben uns mit unseren muslimischen Freunden an einen Tisch gesetzt und haben miteinander über die Situation geredet. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir wieder uns gegenseitig sagen, wie wichtig wir einander sind und dass wir uns aufeinander verlassen können. Ja? Und auf dieser Grundlage, denke ich, können wir gut weiterarbeiten. Wir haben jetzt in der Überlegung, unsere Jugendgruppen jeweils zusammenzubringen, ne? In die Moschee zu gehen. Also zum Beispiel kam ein Vorschlag des Sprechers eines Arbeitskreises, eines islamischen. Die machen einmal im Jahr die offene Moschee. Da kann man hin, wie ein Tag der offenen Tür. Und er sagte, wieso machen wir nicht mal die offene Moschee in der Synagoge? Ja, also das ist eine interessante Idee und ich denke, wir sollten die weiterverfolgen. Also mit anderen Worten, zusammenkommen, miteinander reden, sich klar machen, was sind unsere gemeinsamen Werte, was ist uns wichtig, wie wollen wir miteinander leben. Vielen Dank. Gerhard Wiese, wir haben letzte Woche den 9. November gehabt, den Tag, der so viele Ereignisse, so viele Wegmarken unserer Geschichte konzentriert und manchmal wird vom Schicksalstag gesprochen. Ich gucke den Historiker ängstlich an. Ich finde das immer ein bisschen einen schwierigen Begriff, weil das so den Eindruck erweckt, als würde es von außen kommen. Aber es ist ja alles aus dem eigenen Land gekommen. Und der 9. November letztes Jahr, dieses Jahr 2023, bedeutet auch, dass der 9. November 1923, 100 Jahre her ist, als Adolf Hitler mit seinem Putschversuch gescheitert ist, als spätestens alles bekannt war und als es der damaligen Demokratie und Republik nicht gelungen ist, trotz dieses Putschversuchs den Nationalsozialismus ein für alle Mal zu beenden. Die Demokratie, die Republik war nicht wehrhaft. Und wir sagen heute aus guten Gründen, wir wollen eine wehrhafte Demokratie sein. Gerhard Wiese, Sie haben mehr Einblick gehabt in den Schrecken der Nazi-Diktatur als viele andere Menschen. Sie haben mehr Aussagen hören müssen, mehr Berichte hören müssen, mehr Texte lesen müssen über den Schrecken, den die Nazi-Diktatur für Menschen bedeutet hat. Was ist Ihr Appell an uns alle, an die jungen Menschen, an die Mitteljungen, an die älteren Menschen, wenn wir jetzt in dieser Zeit merken, wie unsere Demokratie, die wir für so selbstverständlich hielten, wieder so massiv angegriffen wird? Welchen Appell wollen Sie an uns alle richten? Nie wieder. Es ist, ich gestehe das ehrlich, für mich schwierig, da Ratschläge zu geben. Aber ich denke, so darf es eigentlich auf den Straßen in Deutschland, in Berlin insbesondere, nicht weitergehen. Es gibt Ansätze. Ich habe das neulich bei Markus Lanz gehört, dass die Mitbürger oder andersrum, die Moslems hier, sich mehr engagieren müssten, wenn sie denn die deutsche Staatsangehörigkeit schon bekommen haben, um
ihre Glaubensbrüder auf der anderen Seite, na, ich sag's mal so, langs kräftig vor das Schienbein zu treten. Es wird schwierig sein, sicherlich. Wer von Jugend an indoktriniert wird, der Jude muss weg, kann man ganz generell gesagt, kann das natürlich so gar nicht umsetzen, so schnell. Das ist viel Arbeit, viel Überzeugungsarbeit. Ich kann nur hoffen und wünschen, dass das entsprechend auch auf fruchtbaren Boden fällt. Vielen, vielen Dank. Und damit würde ich Lisa Strelkova gern Ihnen das Abschlusswort geben. Nie wieder ist jetzt. Gleichzeitig merken wir, es gibt in unserem Land Verwerfungen und auf der anderen Seite gibt es eine starke demokratische Mehrheitsgesellschaft, ein starkes Votum für die Vielfalt. Wie sorgen wir dafür, dass am Schluss diese Vielfalt und dieses demokratische Miteinander gewinnt und zusammenkommt und nicht diejenigen, die uns spalten wollen? Es ist natürlich ein unglaublich schwieriger Akt, diese Linie zu finden, wie man an Menschen herankommt und sie an über etwas überzeugt, ohne sie abzuschrecken. Und unsere Aufgabe ist jetzt aktuell, diese Linie zu finden und sehr sensibel vorzugehen bei den Gruppen, bei denen man antisemitische Tendenzen schon sehr früh bemerkt und auch gleichzeitig nicht blind zu sein auf beiden Augen für diese Gruppen. Und gleichzeitig schaffen wir es natürlich auch nur dann, wenn wir irgendwie ein Ziel vor Augen haben. Und da muss ich sagen, kommt mir auch eine Situation in den Kopf. Ich habe ja vorhin schon die Reise nach Prag erwähnt, wo wir mit ca. 20 jüdischen Studierenden aus Stuttgart und Umgebung mit tschechischen jüdischen Studierenden gemeinsam einen jüdischen Feiertag gefeiert haben. Wir haben auch den Schabbat-Ausgang gefeiert. Ja, Schabbat ist der Ruhetag, der beim jüdischen Volk sozusagen jede Woche stattfindet. Und da gibt es ein Ritual. Da steht man im Kreis, viele halten sich da auch einfach in den Armen und man singt gemeinsam eine Melodie. Und wir standen da, alle mit komplett unterschiedlichen Lebensrealitäten aus unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Meinungen und Ideen und Träumen und haben einfach alle gemeinsam diese eine Melodie gesungen. Und die Resonanz, die einfach daraus kommt und diese Stärke und die Kraft, die das einem auch irgendwie gibt, das kann man auf keine andere Art nachkreieren. Und in dem Moment steht man da und denkt sich einfach, das ist das, wofür wir kämpfen. Und das ist auch so ein Moment, von dem ich einfach nur denke, wir sind hier, um zu bleiben. Und es wird sich auch nicht so schnell ändern. Vielen Dank. Damit haben Sie eine wunderbare Überleitung gemacht, denn wir bekommen gleich nochmal Musik und freuen uns schon drauf. Lieber Dr. Harald Stuckart, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für die historischen Einblicke. Und das Archivum hat geöffnet, nicht heute Nacht, aber man kann reingehen. Und vielleicht, dass Sie noch einen Satz sagen, weil Gerd Wiese und ich hatten es schon davon, was für ein spannendes Gebäude, auch wenn wir dran vorbeifahren. Sagen Sie noch einen Satz zu diesem unglaublich spannenden Gebäude. Einsatz ist immer schwierig, wenn ich über das Archivum rede. Also wir befinden uns in der Neckarstadt West in einem ehemaligen Hochbunker. Ein vierstöckiger Betonklotz, 30 x 20 x 30 Meter, obendrauf zwei lichte Glasgeschosse. Archivum heißt Stadtarchiv, Stadtmuseum, NS-Dokumentationszentrum. Wir haben zwei Dauerausstellungen, einmal zur Stadtgeschichte von Mannheim, aber dann vor allem das berührte Thema des heutigen Abends. Was hat das mit mir zu tun? Mannheim in der NS-Zeit, aber auch die Frage, wie kommt es zur NS-Zeit und wie verarbeitet man die? Und wenn wir offen haben, im Prinzip immer außer montags, und zwar von 10 bis 18 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn Sie die Gelegenheit nutzen, mal bei uns vorbeizuschauen. Ne? Vielen Dank. Heidrun Kemper, die Synagoge in... Sehr gern. Synagoge in Mannheim ist ein beeindruckendes Gebäude mit einem großartigen Gemeindeleben. Gibt es die Möglichkeit, dort vorbeizuschauen? Vorbeischauen, offen gestanden nicht. Natürlich können Sie vorbeigehen, ja, aber nicht reinkommen. Wenn Sie, ja, eben.
Also da muss ich um Verständnis bitten, so offen wie unser wunderbares Archivum können wir heute nicht sein. Ja? Sie können gerne kommen, gar keine Frage, aber eben immer mit Anmeldung bitte. Sie können auch am Freitagabend am Gottesdienst teilnehmen. Wir haben eine Homepage, da können Sie sich eintragen, das Wunschdatum eintragen, wann Sie kommen möchten und dann sind Sie uns ganz herzlich willkommen. Ja, aber wie gesagt, im Moment ist halt das Sicherheitsbedürfnis schon größer als in anderen Zeiten. Wir haben auch verstärkt Polizei vor der Tür, die ist immer da, aber die jetzt in dieser Zeit eben verstärkt und von daher, aber mit Anmeldung, wie gesagt, sehr gerne. Das ist ein schönes Angebot, vielen Dank. Wenn wir das Thema Sicherheit ansprechen, auf uns passen heute Abend auch dankbarerweise zwei Mitarbeiter der Polizei hier in Schwetzing auf. Vielen Dank. Danke für die Zusage. Und vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Das ist jetzt der Moment, wo ich da reingucken muss. Vielen Dank, dass Sie uns auf YouTube zugeschaut haben, gerne zu den nächsten Kurpfalz-Horizonten kommen und gerne uns weiter verfolgen. Und herzlichen Dank an die Gesprächsrunde hier. Wir, und jetzt wissen die in YouTube, was sie verpasst haben, wir führen jetzt hier die Gespräche noch live fort, also das nächste Mal selbst vorbeikommen. Und ich freue mich jetzt nochmal auf die Musik.